Alex is on gw2community.de. Hallo, ich bin's wieder, eure Andrea. Und Steffi ist diesmal auch wieder dabei. Hallo. Ein bisschen männlicher Steffi heute. Du hast dich beim letzten Mal beschwert, dass man unsere Charaktere nicht auseinanderhalten kann. Ach so, naja, ganz so habe ich es nicht gemeint, Schatzi. jedenfalls, wie im letzten Video ja schon gesagt, werden wir euch jetzt mal so ein bisschen zeigen, wie so das Spielen mit Stab Ventari Wiedergänger ist. Beziehungsweise Steffi spielt dann schon was anderes, weil es ist schon sehr heillastig und ein bisschen Schaden brauchen wir ja auch noch. Und ja, gucken wir mal, wo wir gleich sind so. Machen wir mal eine schnelle Runde FZ. Mal gucken, was da so ein Heiler so bringt. Manche müssen kämpfen, damit alle frei sind. Das war ein wenig zu viel. Es hat den Zweck erfüllt. Vorwärts, Leute! Gut, wie meine Reichweite ist vorbei. Nee, meine Sicht ist blockiert. Oh Mann. Schön finde ich, man kann jetzt halt diesen Projektilschutz auch durch die Gegend fahren, weil der ja um die Tafel rum bleibt. Beeindruckende Kopter, müssen sie schon härter zuschlagen. Hilft mir jemand? Brauche hier etwas Heilung. Skills von der Tafel brauchen halt alle. Relativ lang, damit was passiert. Jetzt zu, dass ihr hier rauskommt. Um den Vorarbeiter kümmern wir uns. Tja. Und irgendwie habe ich gerade nicht so die beste heilerische Leistung vollbracht, glaube ich. Rückt einfach damit heraus. Dann zwei Down. Wo ist Krea Eisenzahn? Okay. Schmerz, also in der Schmerz. Zwergform ist mit dem Stab mein Schaden auch nicht mehr so verkehrt. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Also ich mag auf dem Streitkolben, dass ich im Prinzip permanent ein Feuerfeld unter die Gruppe legen kann. Das war beeindruckend. Das ist ganz angenehm, aber ansonsten weiß ich nicht, bin ich noch nicht so ganz überzeugt hiervon. Was halt auch interessant ist, ist, dass ich, wenn ich den Stab so über meinem Kopf wirble, dass ich auch Gegner hinter mir treffe. Das finde ich tatsächlich eigentlich ziemlich cool. Es macht bestimmt auch im WVW Spaß, mit dem Stab durch Gegner zu preschen. Man blockt ja auch ziemlich viel mit Skill 3 vom Stab. Wer uns verwundet, zahlt dafür. Also, ich gehe zwar nicht drauf, aber Schaden mache ich irgendwie nicht. Was sagen denn so deine Schadenzahlen? Eine Tausender-Hits mit einem normalen Angriff. Okay. Ja. Wenn wir Skill benutzen, komme ich auf so ungefähr 6k beim letzten Hit. Also, ich bin bei weniger mit dem Stab. So. Ja. Weniger auf jeden Fall. Selbst bei der stärkeren. Du blockst halt sehr gut mit dem dritten Skill. Und ich finde, wenn man das durch die Zwergenform ergänzt, dass die Hammer um einen kreisen, ist schon gar nicht so schlecht. Wenn ich mir jetzt hier so angucke, was ich hier gerade gemacht habe, sah das ganz gut aus. Schmerz für Schmerz! Ich habe zu wenig Energie. Aber die Dings hole ich eigentlich erst dann immer, wenn ich vielleicht so ein bisschen am Ende bin.
Tafel. Aber manchmal gelingt es mir, dass ich den Gegner so zurückdrücke mit Skill 5 und dann bekommt er halt mehr wie nur einen Hit auch, ne? Das spürt ihr noch tagelang. Das mit Skill 5 funktioniert halt ganz gut, wenn du halt wirklich direkt vor deinem Gegner stehst. Das genau. Das ist ja gesagt, dass so die gerüchtet stehen solltest. Ja. Ich habe überhaupt kein Ding in der Scherbe. Also, auch wenn das kompletter Nahkampf ist, aber Streitkolmax finde ich irgendwie am sinnvollsten. Haut sie zu breit! Ja, Stab ist ja auch kompletter Nahkampf letztendlich, ne? Probier auch gleich nochmal Streitkolmax aus, das habe ich nicht mehr im Sinn. Schön ist, du kannst halt ganz alleine Macht stacken, ne? Durch Skill 2 und 3. Ja, so ein bisschen. Mal den Vergleich so quasi. Ja, ich brauche ein paar mehr Arctoblas. Schon alle getötet. Arctoblas? Ja. Eieiei, was macht ihr denn hier? Ich blute. Wobei ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass der Stab einen großen Nachteil hat. Also der Vorteil bei Streitkolben Axt ist halt, dass man selber Macht stacken kann, dass man das Feuerfeld hat, aber mit dem Stab machst du halt, oder habe ich gerade zumindest gemacht, das muss ich wohl geskillt haben, Vergeltung habe ich recht viel gehabt. Nicht Vergeltung, hier. Verwundbarkeit. Quatsch, ich laber so Müll gerade. Pein! Ich hab halt, wenn ich die Trade-Bäume durchgucke, so ein bisschen das Gefühl, also egal wo du hinguckst, es hat alles irgendwie was mit Zuständen zu tun, mit Widerstand und mit Heilung. Ja. Man kann den gar nicht richtig auf Schaden spielen und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Naja, wobei Zustände ja in Zukunft wichtiger werden, ne? Ja, aber in der bisher bestehenden offenen Welt von Tyria wird das nicht viel ändern. Die werden ja nicht alle Mobs umstellen auf Extremzustandschaden empfänglich. Das bezieht sich ja nur auf die neuen Karten. Und wenn ich den Wiedergänger nur auf den neuen Karten richtig spielen kann, dann finde ich das kacke. Hier kommen mehr! Gift. Zu stark. Die... Können wir uns mal zu zweit an einem Low-Level-Fraktal versuchen? Jo, können wir. Ich finde die
Skills von Ventari alle eigentlich ziemlich cool. Ich finde nur, es dauert relativ lang, bis man sie ready hat. Also gerade wenn man drauf wechselt, gegebenenfalls, so wie ich das jetzt die letzten Kämpfe gemacht habe, wenn ich es mal brauchte, musst halt erst wechseln, dann den 6er-Skill casten und dann kannst du erst was damit anfangen. Also um sich mal eben Zustände zu entfernen, ist es halt irgendwie, dauert das dann recht lang, wenn du es nicht eh gerade ausgepackt hast, weißt du? Und für eh gerade ausgepackt, das ist halt irgendwie auch relativ lästig, denn die ganze Zeit die Tafel mit sich rumzuschleppen. Weiß nicht. Momentan ein bisschen anstrengend, die Tafel. Also mir dauern die Castzeiten ein bisschen zu lang. Alter, ich war ja schon ganz lang nicht mehr, merke ich gerade. Wo bist du denn jetzt runtergefallen? Weil ich Skill benutzt habe. Eieiei. Ja gut, ich musste mich aber auch... Ich habe gerade fast den Firmware-Skill gedrückt. Hab mich aber noch erinnert. Hier zum Beispiel ist jetzt das Ventari-Ding eigentlich recht nützlich. Weil mich die anderen Viecher halt nicht treffen können, solange ich den Schild hab, ne? Aber Schaden mache ich nicht so richtig. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich trau mich nicht. Scheiße. Das ist kein gutes Zeichen, wenn wir schon so lange brauchen, um den Generator kaputt zu machen. Oh ja. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche Hilfe. Klicke recht safe. Ich bin tot. Vielleicht kannst du... Ich bin mir nicht sicher, ob ich Infight bin. Ich bin Infighter. Mann, das Kanickel ist fast kaputt. Ja, okay. Wieso ist das unverwundbar? Hallo? Alter! Schmerz für Schmerz! Verarsch mich nicht! Drecksvieh! Dirp! Hui! Ich hab das Kaninchen getötet! Ah, so überzeugend ist das gerade irgendwie nicht. Wobei ich mir sagen muss, hast du das mal zu zweit auf Low Level gemacht? Also ist das denn theoretisch realistisch? Würden wir das mit unserem Main-Schatz schaffen? Weiß ich nicht. Weil es ist ja durchaus auch eine etwas schwierigere Stelle hier, ne? Ab in die Gildenarena, die Psychopathen hauen sich auf den Kopf. Schmerz für Schmerz! Ui! Lustig aus. Dem Skill kann man ziemlich gut ausweichen, ich finde. Ich hab zu wenig Energie. Ausdauer ist niedrig. Tut weh, oder? Ah.
Schmerz für Schmerz. Eigentlich, wenn ich dich kette, was passiert dann bei dir im Balken? Kannst du dann irgendwie nichts machen und greifst mich automatisch an? Oder was passiert dann? Also, jetzt? Bin schneller als ein Centaur. Was? Keine Ahnung. Ziemlich schlecht. Erfrischend. Kann nicht atmen. Tut weh, oder? Spürt die Wut. Schmerz für Schmerz. Ach so, kann man übrigens Speedstacken. Ich habe gerade Bereiseile bekommen. Nicht genug Ausdauer. Ja. Ich glaube, das können wir noch eine Weile so weitermachen, oder? Schmerz für Schmerz. Bin schneller als ein Centaur. Nehmt das. Schneller als ein Centaur. Ey. Das finde ich ziemlich lustig im Downstep. Helft mir, bitte! Helft mir, bitte! Entschuldigung. Lalala. Soll ich? Ah nee, ich weiß nicht, so richtig überzeugend tut mich das nicht. Der Kopf hat einfach ein bisschen zu lange gedauert, um sich da wirklich ein Bild von machen zu können. So, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick verschaffen. Mein Fazit, ich weiß noch nicht so ganz, wo Stab Ventari so richtig zum Tragen kommt. Ich finde es schon fast ein bisschen zu viel Heilung. Ich finde aber die Ventari-Skills an sich gar nicht so verkehrt. Ich würde mir wünschen, dass sie ein bisschen schneller durchzucasten werden. Den Stab mag ich sogar relativ gern. Ja. Dein Fazit, Steffi? Mein Fazit? Ich mag immer noch Streitkolben-Axt am liebsten.
Obwohl ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Also ich hoffe mal, dass in den Trade-Bäumen noch irgendwas passiert, weil ich habe das Gefühl, man kann den Wiedergänger nicht so richtig auf Schadensgehen. Es ist vom Zustand... Zustandsschaden. Ja, es ist nicht so berauschend. Direkter Schaden ist auch nicht so berauschend. Und ja, so ein Heiler in der freien Welt ist jetzt irgendwie auch nicht so berauschend. Ja, wir hatten aber auch nur 4 so Leisten. Also ich gehe schon davon aus, dass da noch mehr Bäume reinkommen. Gucken wir mal, ne? Ja, ich hoffe, dass sie mehr rausholen aus der Klasse. Also das, was es bisher gibt, ist irgendwie... Ja, würde mein Bild, was ich bisher vom Wiedergänger hatte, so ein bisschen zerstören. Weil eigentlich freue ich mich auf die Klasse. Ja. Okay. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Und sehen uns demnächst. Tschüss. Frauen stehen immer etwas vorne an starken Männerschultern, Steffi. Aha. Aha. Warte. Was? Ey, so, also hier mit Rücken in der Kamera ist aber doof, ne? Achso. Ja, okay, so ist in Ordnung. Machst du mir jetzt einen Antrag? Schon wieder. Ja, wir müssen noch kirchlich heiraten, Steffi.